Hallo, hallo. Und auch heute eine Legung für dich. Und zwar heute bringe ich dir auch wieder diese schöne Gold-Tarotkarten mit. Und wir schauen jetzt zu Wochenbeginn. Ja, wie wird die Energie sein? Jetzt mit dir und deinen Herzensmenschen. Mit deinem Mr. Right. Ne? Ohohoho. Wie cool ist das? Also es zeigt sich hier die neun Kelche. Die neun Kelche symbolisiert für mich immer eine tolle Energie. Also generell eine wirklich eine sehr, sehr tolle Energie. Also das steht schon für mich klar, ja. Und ja, toll, ja. Toll, toll, toll. Und wir schauen jetzt, was sagen dir die Karten? Also, es geht darum, also hier wirklich die Mäßigkeit kommt schon, denn wir haben wirklich heute am 5.9. Venus in Jungfrau. Und da der Jungfrau wirklich immer sehr kritisch ist, können wir jetzt an dem Tag wirklich besonders erkennen, auch welche Liebe oder welche Beziehungen langfristig es wert sind für uns. Und da gibt es auch wirklich eine Energie, Begleitung für dich, das heißt, du bekommst wirklich eine Energie, damit du auch wirklich das erkennen kannst. So, wenn du jetzt so zum Beispiel eine Herzensmenschen hast und du bist dir nicht sicher, der hat dich des Öfteren versetzt oder wie auch immer, oder du bist noch in einer Partnerschaft und du weißt jetzt nicht, oder du bist zwischen zwei Herzensmenschen, du weißt nicht, was du wählen kannst, dann ist das hier genau richtig. Also wirklich zu erkennen, ob der langfristig auch für dich gut ist, ja? Oder ob du dir da eine rosarote Brille vielleicht angezogen hast. Und da unterstütze ich dich mit Reiki-Großgrade und Lichtgrade. So, natürlich können wir auch deinen Seelenpartner oder Herzensmenschen mit hineinbeziehen. Also kann der das dann auch, ja. Oh, guck mal, ich sehe schon hier, Schon eine Kummer, ja? Tja, so ist es nicht, ne? 2, 4, 6, 7, 8. Na, huhu. Eieieiei. Und wir haben, wie gesagt, auch diese Woche, wo das jetzt beginnt, werden wir auch den Vollmond haben, den rückläufigen Merkur haben. Wir haben Parallelportaltage. Ne? Auch habe ich noch gar nicht geguckt, welches Portal hatten wir denn doch heute? Welches Portal hatten wir denn doch? Lass mal gucken. Wie viel haben wir jetzt? Der fünfte. Ne? Also heute ist die Liebe wieder. Oh, du bist wirklich eins mit allem, was ist, vollkommener und unendlich geliebter Teil der Urschöpfers. Erkenne diese tiefe Liebe in dir und spüre die Liebe zu allem Lebendigen. Also, dass du wirklich in diese Liebesfrequenz hineinkommst, die Liebe, dein Herz öffnest für die Liebe. Eieieiei. Wie viele Karten haben wir? Zwei, vier, sechs. Neun, gut. Viermal die neun. Also ich habe das Gefühl, es kommt alles zu rechten Maß. Das habe ich hier im Gefühl. Und ja. Also wenn du hier die Liebe mit hineinfließen lässt, dann kommt das alles schon im rechten Maß, ja? Gut.
Ja, das gibt uns schon hier genauere Hinweise. Die Tarotkarten liebe ich ja immer mehr. So, und wir können schauen, was jetzt hier wirklich los ist, was hier Sache ist, ne? Und dann so mit dem großen Blatt ist das schon mal wirklich ein Highlight, ne? Das ist schon mal, ne, das Sahneschnittchen hier, ne? Also das Sahneschnittchen ja zum Tagesbeginn. Guck mal. Oh, es fehlen noch zwei Karten. Wisst ihr was? Meint ihr, ich kann hier noch zwei Karten nehmen? So die untersten. Oh ja. Guck mal. Aha. So. Ja, das war zuerst. So. Lass mal beginnen. So, seht ihr das? Machen wir das Licht aus, so ist besser, ne? Also, was sehe ich denn hier? Also, ich sehe schon hier, also die neuen Kelche, so Gefühl ohne Ende, Sehnsucht ohne Ende. Und die Mäßigkeit, also bringt hier den Turm. Also das heißt, es bricht wirklich was zusammen, damit der wirklich sich zurückzieht aus einer bestimmten Situation, aus diesem Kummerkasten sich befreit und also wirklich sich an Riemen reißt und wieder in der Kraft kommt. Und ganz schnell, ne, also das erkennt, ja, also der, ja, das ist der König der Münzen, dass er das erkennt, also dass es es wert ist, wirklich geliebt zu werden und auch diese Liebe zu leben. Und da kommt auch hier die sechs Geld, ja, als letzte Karte, also wie cool ist das? Also er hat wirklich mega Sehnsucht nach dir. Die Illusion kann er jetzt loslassen, also die Leidenschaft und die Lust, die Liebe, die Leidenschaft, die Sehnsucht ist größer als hier das Opferdasein, der ist feuerig, der steht für sich selber an, ein. Also ich sehe schon hier wirklich eine mega, mega Entwicklung bei dem. Und er lässt auch diese Kummer hier, also dass ihm jemand ins Rücken gefallen ist, los. Und dass es kommt etwas in Gang, der manifestiert etwas hier. Und so, es kommt wirklich super in Gerechtigkeit. Also mega Tag, muss ich dir wirklich sagen. Er heißt dich willkommen, ne? Der hat wirklich Sehnsucht nach dir. Hier, das Zuhause. Guck mal, vier Stäbe. Und, Verzeihung, es klärt sich alles wunderbar und das ist auch der Wunscherfüllung. Die Sonne und die Kelche sind dann das Mega. Und was ich jetzt hier generell sehe, also ich sehe hier wirklich den Mangel lässt er los, weil der kommt wirklich in seine Herrscherkraft, in sein Selbstwert und ganz spontan verlässt er diese stagnierende Energie. Gott sei Dank. Also dieses Abwägerei hat ein Ende und auch eine Chance, weil das steht unter gutem Stern und diese Abhängigkeit, also mit dem Teufel, also wird losgelassen, es wird auch losgelassen, dieses Klammern, es wird auch der innere Kampf losgelassen. Es geht in der Erfüllung, vielleicht auch wenn das noch nicht so in dem Maß ist, wie du das gehofft hast oder dir gedacht hast. Aber im großen Schritten kommt hierhin, also zu dieser Erfüllung, also mit euch zwei. Auf jeden Fall, das ist wirklich ein mega Wochenbeginn. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Und wenn ich dich da auch wirklich unterstützen kann, was hatten wir am 5. nochmal eine Energie? Ich habe gesagt, am 5. haben wir auch irgendwie dieses Venus im Jungfrau-Portal. Und was war da nochmal vom Portaltag-Energie? Irgendwo hatte ich das. Der Portaltag-Energie war die Liebe. Ja, was sage ich denn dann noch? Ja, dann hilf ihm doch bei der Liebe dabei. Ich lade euch ja auch hier ein bisschen auf. Liebe, 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 Liebe. Liebe, Lust und Leidenschaft. Möge das in euch erwacht. So, meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, freue ich mich sehr. Lasst mir ein Abo, einen Kommentar, ein Like da. Ich sage, wundervolle Wochenbeginn. Dankeschön. Also merkt ihr, Reiki 2 am Wochenende sei dabei. Danke, bis bald.